Alle Italiener einmal hochwischen, heute gibt's cremige Ofenpasta. Dafür benötigen wir eine Packung Pasta deiner Wahl, einen ganzen Philadelphia, gefrorenen gehackten Rahmspinat, ein paar Cherry Tomatoes, eine Zwiebel, frischen Basilikum aus dem Garten, eine Menge Parmigiano, Sahne, Pfeffer und Salz und zwei große Gläser Wasser. Geben es für 40 Minuten bei 190 Grad Umluft in den Ofen, mischen noch Mozzarella dazu und fertig ist unsere leckere Ofenpasta.